Was für eine Welt ist diese Quantenwelt überhaupt? Ein geheimnisvolles Phänomen der Quantenwelt erscheint tagtäglich ganz unmittelbar. Das Licht. Ohne Licht gäbe es kein Leben. Doch seine Substanz ist rätselhaft. Licht besteht aus Photonen, Lichtquanten. Doch diese Quanten sind vollkommen anders als alle Objekte des täglichen Lebens. Denn ihre Bewegungen lassen sich nicht voraussagen. In der Quantenmechanik haben wir den objektiven Zufall. Das ist nicht mein Nichtwissen als Subjekt, sondern es gibt keinen Grund dafür, dass dieses Atom gerade zu diesem Zeitpunkt zerfällt. Das Einzige, was sich voraussagen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie das Experiment vielfach wiederholen, dann kriegen Sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist das, was die Quantenmechanik vorausberechnen kann und nicht mehr. Das zeigt ein merkwürdiges Experiment. Schickt man Licht durch einen Doppelspalt und misst dann, auf welche Weise sich das Licht hinter den Spalten verteilt, dann verhält sich das Licht wie Wellen, die durch beiden Spalten zugleich hindurchfluten. Doch beginnt die Physik zu messen, auf welche Weise das Licht die Spalten passiert, geschieht etwas, das bis heute nicht wirklich verstanden ist. Das Licht, das eben noch als eine Welle erschien, verhält sich wie ein Teilchen, das entweder den einen oder den anderen Spalt passiert. Quanten verhalten sich wie eine Welle. Bis zu dem Augenblick, in dem ein Beobachter sie misst. In diesem Moment kollabiert die Welle und die Welt der Quanten erstarrt. Was in diesem Augenblick geschieht, hat noch niemand herausgefunden. Verändert sich die Welt tatsächlich durch die Beobachtung? Befindet sich alle Energie in einer Art Schwebezustand, beschrieben durch Wellenfunktionen? Zerbrechen diese Wellen bis in alle Zeiten und bis in die Tiefen des Raums? Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, die Wellenfunktion breitet sich da draußen aus, dann wird es mysteriös. Weil dann ändert sich aufgrund meiner Messung hier die Wellenfunktion im ganzen Universum plötzlich und überall gleichzeitig. Und das ist schon eine sehr herausfordernde Vorstellung. Ohne Beobachter befinden sich Quanten an keinem bestimmten Ort. Sie haben keine bestimmte Geschwindigkeit. Sie existieren als bloße Beschreibung ihrer Möglichkeiten. Erst im Augenblick der Messung entscheiden sich die Quanten für einen konkreten Zustand. Bis dahin regiert der Zufall. Wenn wir ein radioaktives Material vor uns haben, dann wissen wir, dass, sagen wir, in der nächsten halben Stunde so und so viele Atomkerne zerfallen werden. Aber welcher wann zerfällt, das ist nicht nur so, dass wir es nicht wissen, sondern das weiß auch der Kern nicht, das weiß die Mutter Natur nicht. Und ich versuche manchmal ein bisschen provozierend zu sagen, das weiß auch der liebe Gott nicht. Der Zerfall von radioaktiven Atomen lässt sich genau berechnen. Doch nur statistisch. Der einzelne Kern hat keinerlei Eigenschaften, die ihn dazu prädestinieren, früher oder später zu zerfallen. Diese Lichtquanten können unterschiedlich aussehen. Sie können horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Und das geschieht wieder absolut zufällig und erst im Augenblick der Messung. Wenn ein energiereiches Lichtteilchen in zwei schwächere zerfällt, dann sind diese beiden in einem Zustand der Verschränkung gefangen, sagen die Physiker. Wird das eine durch die Messung in eine bestimmte Ausrichtung gebracht, wird das andere sich auf jeden Fall für die Gegenrichtung entscheiden. Als ob zwei Würfel genau wüssten, für welche Zahl sich der andere entscheidet. Ein Phänomen, das selbst für Albert Einstein außerordentlich mysteriös war. Einstein sprach von spukhafter Fernwirkung und dachte, dass eine unbekannte Kraft das Verhalten der Teilchen beeinflusst.
hat bis zum Ende seines Lebens an dieser Vorstellung festgehalten. Aber wir wissen heute, dass das nicht so ist, sondern dass die Natur der Dinge bei kleinsten Abständen durch die Quantentheorie korrekt beschrieben wird. Und diese Quantentheorie, die sagt eben, dass die Welt ganz anders ist bei kleinen Abständen als bei den großen, die wir so mit unseren alltäglichen Geräten erfahren können. Das ist das berühmte Großvater-Paradoxon, nicht? Wenn ich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnte, dann könnte ich auch in die Vergangenheit reisen. Das kann man als Physiker relativ leicht zeigen. Und dann könnte ich so weit zurückreisen, dass ich meinen Großvater umbringen könnte, was ich nie vorhätte, aber so geht halt das Gedankenexperiment. Dann würde es mich nicht geben, aber dann komme ich in einen logischen Widerspruch, weil dann hätte ich ja auch nicht in die Vergangenheit reisen können und meinen Großvater umbringen. Der Name Teleportation ist trügerisch, denn es wird dabei keine Masse transportiert, nichts bewegt sich, nur die Eigenschaften von Photonen werden übertragen. Mithilfe zweier verschränkter Photonen wird ein drittes teleportiert. Handelt es sich bei der Teleportation tatsächlich um dasselbe Photon oder nur um ein gleiches? Im Reich der Quanten macht das keinen Unterschied. Denn die Eigenschaften eines Teilchens bestimmen seine Identität. Im Prinzip gilt das auch für größere Objekte. Lassen Sie sich auch beamen? Nein, also das geht nicht. Aber die Eigenschaft des Apfels, zum Beispiel die Farbe Rot, kann ich jetzt von einer Hand in die andere teleportieren. Es geht aber um Informationsübertragung in einem sehr fundamentalen Sinn. Viel fundamentaler, als wir es normalerweise bei Informationsübertragung über Telekommunikation und so weiter vor uns haben, nicht? Mit Hilfe der Teleportation kann ich tatsächlich den Quantenzustand, das heißt, Quantenzustand ist der Inbegriff aller Eigenschaften, die ein System trägt, von einem System auf das andere direkt übertragen, ohne dass diese Information ausgelesen wird, ohne dass sie einen konkreten Weg nimmt und so weiter und so fort. Deswegen ist selbst das Nichts nicht so leer, wie die Menschen für Jahrhunderte glaubten. Im Gegenteil. Das Nichts ist pulsierende Wahrscheinlichkeit. Ein gigantisches Potenzial, aus dem alles Denkbare in jedem Augenblick erscheinen könnte. Den seltsamen Casimir-Effekt. Weil selbst im Vakuum zufällig immer wieder Teilchen entstehen, werden zwei Platten durch die Bewegungen der entstehenden Quanten langsam aneinander gedrückt. Vakuum im Sinne der Physik ist nicht einfach die Vorstellung, dass überhaupt nichts da ist, sondern wir sagen immer, das ist ein Zustand. Und aus solchen Zuständen kann sehr wohl etwas entstehen. Die Forscher dringen immer weiter in die körnige Welt der Quanten ein. Sie können rätselhafte Phänomene vorhersagen und immer häufiger nachweisen. Doch eine allumfassende Theorie fehlt. Denn eine Kraft entzieht sich den Physikern bisher, die Gravitation. Ausgerechnet Newtons fallender Apfel bereitet der Wissenschaft Kopfschmerzen. Denn die einsteinsche Gravitationstheorie sagt ja, dass das Schwerkraft ein Effekt der Verkrümmung von Raum und Zeit ist. Und wenn wir jetzt die Quantenmechanik darauf anwenden, dann bedeutet das, dass wir Raum und Zeit selbst der Quantisierung unterwerfen müssen. Und das ist etwas, was man sich viel schwerer vorstellen kann. Weil das letztlich dazu führt, dass man möglicherweise sogar den Begriff von Raum und Zeit selbst wird aufgeben müssen, um zu verstehen, was bei diesen allerkleinsten Abständen passiert, beziehungsweise um zu verstehen, was im Moment des Urknalls wirklich geschehen ist. Wenn wir Raum und Zeit mit denselben quantenphysikalischen Konzepten beschreiben wollen, wie wir unsere Teilchen beschreiben, dann muss Raum und Zeit auch vom Beobachter abhängen. Dann kann das nicht so etwas sein wie ein Theater, eine Theaterbühne, in der sich alles abspielt. Und wenn man also die Quantenmechanik fortdenkt und anwendet auf die Geometrie von Raum und Zeit, kommt man eben auch zu dem Schluss, oder muss sich die Frage stellen, gibt es auch bei Raum und Zeit eine Körnigkeit bei kleinsten Abständen? Für mich wäre eine Welt, in der es diesen Zufall nicht gibt, die wäre für mich erschreckend. Wenn alles vorgegeben ist, wenn alles determiniert ist,
Wenn wir Menschen genauso ablaufen würden wie ein Uhrwerk oder wie ein Planetensystem, da würde ich mich wahnsinnig eingeengt fühlen. Das würde mir nicht gefallen.